größten Plätze, wenn nicht überhaupt der größte, den Namen einer Frau trug, die ich nicht kannte. Da bin ich in die Bibliothek gestürzt und habe mir ein Buch über Bertha von Suttner gesucht und fand eine sehr, sehr gute Biografie von Beatrix Kempf. Hat sie geschrieben Anfang der 70er Jahre und die habe ich mir ausgeliehen. Dann wusste ich, wer Bertha von Suttner war, aber ich habe mich irgendwie geschämt, weil ich so eigentlich mit dem Thema Frieden schon ein bisschen unterwegs war. Okay, aber das Frauennetz für Frieden hat Bertha von Suttner dann wirklich als Thema gewählt im Vorfeld des Jubiläums, 100 Jahre Friedensnobelpreis an Bertha von Suttner. Und wir hatten schon einen guten Namen hier in Bonn und durften dann, ich muss wirklich sagen durften, denn das darf nicht jeder, eine wunderbare Festmatinee zu Ehren von Bertha von Suttner und der Verleihung des Friedensnobelpreises an sie gestalten. Und das war im Alten Rathaus und wir haben sehr schöne Vorträge gehabt, aber wir haben auch das ganz moderne Projekt den Teilnehmenden vorstellen können. Da war die Projektleiterin aus Bern gekommen und das Projekt war ja 100.000 Frauen für den Friedensnobelpreis in Anlehnung an den ersten weiblichen Nobelpreis. Das war dann 2005. Mhm. Ja, und dann ging es immer weiter. Dann haben wir gedacht, das kann ja nicht sein, dass so wenig Leute, wir haben Interviews gemacht, so wenig Leute Bertha von Suttner kennen. Es wäre doch toll, wenn man da etwas hinstellen könnte und die Leute dann vorbeigehen. Auf dem Bertha von Suttner Platz. Ja, so hat sich dann das Projekt entwickelt, eine Stele für sie hinzustellen, also Stele einer Erinnerung. Wir werden oft geneckt oder gefoppt oder auch schon mal ausgelacht, weil diese wunderbare Skulptur, eine Edelstahlskulptur der finnischen Künstlerin Sirpa Masalin, natürlich nicht den Maßen von Bertha von Suttner, jedenfalls nicht in der zweiten Hälfte ihres Lebens entsprach. Aber das ist egal, sie ist so edel gewesen, dass dieser Edelstahl gerade richtig ist. Ja. Da ist genau. Sie. Ja. Genau. Und wir haben eine kleine Inschrift gemacht mit ihren Namen, ihren Lebensdaten und dem Hinweis auf den Friedensnobelpreis und hoffen, dass es eine Anregung ist für Leute ins Internet dann zu gehen und zu schauen, wer ist denn diese Frau gewesen. Mhm. Wir möchten ja keinen Personenkult hier betreiben, sondern wir möchten immer auch auf ihr Werk aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist uns mit der Bertha Bahn dann ganz gut gelungen. Dieses Projekt hat sich auch dann ergeben, als der Bertha von Suttner Platz 70-jähriges Jubiläum hatte im vorigen Jahr. Und es war eigentlich für uns selbstverständlich, dass wir da dieses Datum nicht unbeachtet vorbeigehen lassen dürfen. Denn es gab noch nie ein Jubiläum von diesem Platz, obwohl er eben 1949 ganz entscheidend eine Friedensbotschaft hier gebracht hat, denn da gab es vorher keinen Platz. Das war eine Trümmerlandschaft und in der neuen Verkehrsgestaltung hat man dann einen Platz daraus gemacht. Das hier ist ein Foto von 1945. So sah der Platz damals aus. Ja, es gibt eine sehr interessierte und agile und tatendurstige Bertha AG im Frauennetzwerk für Frieden und in einem der Treffen ist die Idee einer Bertha Straßenbahn entstanden. Und das war wirklich ein sehr schöner Erfolg. Wir hatten Sponsoren. So ein Projekt können wir natürlich nicht aus der Portokasse finanzieren. Haben auch der Layouter hat auch auf die Hälfte seines Honor. Und jetzt fährt die Bahn und fährt und sollte eigentlich nur ein Jahr lang fahren, aber durch Corona und andere Umstände haben die Stadtwerke jetzt diese Bahn noch nicht ausgemustert und durch eine andere ersetzt. Also sie fährt und fährt und fährt. Und wir kriegen ab und zu Fotos geschickt mit dem, ich habe die Bertha-Bahn gesehen. Und das ist wirklich sehr schön. Und da steht auch ein wichtiges Zitat von Bertha von Suttner drauf. Und natürlich der Titel ihres wichtigsten Buches, Die Waffen nieder. Mhm. Nicht ja. Nur ein... Ja.
nicht nur eine persönliche Huldigung, sondern wir versuchen immer auch ihr Friedensengagement und ihre Friedensbotschaft mit zu vermitteln. Ja, vielen Dank, Heide. Ja, so sieht das in Bonn aus mit der Erinnerungsarbeit an Bertha von Suttner. Aber auch in Den Haag wird ziemlich eifrig an Bertha von Suttner erinnert. Und wir haben Petra Kepler hier. Sie ist Direktorin des Bertha von Suttner Peace Institute in Den Haag. Ja, Petra, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Warum habt ihr euch Bertha von Suttner ausgesucht oder hat sie euch ausgesucht? Wie kam es zur Gründung des Instituts? Also ich persönlich habe für das internationale Netzwerk für Friedensmuseen gearbeitet und das Büro war im Bertha von Suttner Gebäude, im Bertha von Suttner Building. Das wurde in 2008 eingerichtet durch die Stadt, weil man eigentlich durch ein paar Intellektuelle gezwungen wurde, den Namen doch mal öffentlich zu machen. Bertha von Suttner hat nämlich dafür gesorgt, durch ihre Freundschaft mit Andrew Carnegie, dass nicht nur die Friedenspalastbibliothek, sondern auch der Permanent Court of Arbitration, der Schiedsgerichtshof, im Friedenspalast Einzug halten konnte, neben den anderen Gerichtshöfen. Und niemand kannte Bertha. Irgendwann kam Hillary Clinton zu einer Konferenz hier und sagte, ja, ich wohne nicht im Hilton, ich möchte ins Kurhaus. Und da hat eine sehr kluge Städtebaudirektorin gesagt, Bertha von Suttner, wer ist denn das? Hat ein Buch drüber geschrieben, hat das in die Zeitung gebracht und letztendlich haben wir den Friedenspalast so weit gekriegt, dass sehr viel über Bertha von Suttner spricht und schreibt und die Rundführungen über Bertha sind und dieses Building in Den Haag so genannt wurde. Leider wird das jetzt geschlossen. Das heißt, unsere Herbstaktion ist, dass wir versuchen, die Stadt zu überzeugen, dass wir unbedingt eine Bertha von Suttner Straße oder einen Platz oder was Bescheideneres haben, was Bertha von Suttner heißt. Henry Dunant hat einen Pfad bekommen, Ferenc hat einen Pfad bekommen. Ansonsten sind alle Friedensnobelpreisträger der Stadt und da hat man einige nicht genannt. Also es gibt keinen Nobelpreisträger Städtebild. Und da arbeiten wir dran. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine schöne Initiative, die sicher auch Vorbild für andere Städte sein kann. Und hinter eurem Institut steht auch ein Netzwerk, oder? Die Friends of Bertha. Kannst du dazu was sagen? Einer unserer großen Historiker, Peter von Neundungen, forscht schon seit 30 Jahren über Bertha von Suttner, kennt jede Menge Hinz und Kunz, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen die Leute zusammenbringen. Es gibt so viele lebende Autoren, Romanschreiber, Leute, die sich mit Bertha von Suttner beschäftigen und sie eigentlich als Rollenmodell und als Foremother of Peace sehen, dass wir dieses Netzwerk versuchen auszubauen. Und wir freuen uns auch, dass aus dem Netzwerk aus dem Ausland einige hier dabei sind jetzt. Mhm. Ich kann gerne ein bisschen nachher dazu erzählen, aber vielleicht erst nach Jalka, warum Bertha für Spuren hinterlassen hat in Den Haag und was wichtig ist. Aber das Netzwerk hält sich schon ein bisschen am Leben. Wir haben ein großes Geburtstagsfest organisiert mit 110 Leuten aus 11 Ländern. Und da waren Heide und Jalka auch dabei, also vielen. Barbara Burns ist jetzt in unserem Netzwerk drin, die chattet hier auch. Willkommen alle und ich hoffe, ihr hört uns gut. Peter, den du vorhin erwähnt hast, Peter van den Dungen, ist auch im Chat, habe ich vorhin hallo. Gesehen. Genau. Ja, Jalka, Petra hat vorhin schon zu dir überleiten wollen, habe ich das Gefühl gehabt. Du bist Psychoanalytikerin und arbeitest für den Konfliktkultur e.V. Was bedeutet denn Bertha in deiner Arbeit und für dich selbst? Also ich fange auch gerne mit dem Persönlichen an, wie Heide vorhin, weil Bertha von Suttner war für mich schon, als ich noch ein kleines Mädchen war, eine ganz bedeutende Figur. Ich bin in einer Quäkerfamilie aufgewachsen und unser Vater hat sich sehr bemüht, dass wir Kinder Idealfiguren auswählen, die für uns dann
erstrebenswertes Ziel war, ihnen in unserem Verhalten, in unseren Lebensmöglichkeiten nachzueifern. Und ich hatte mir Bertha von Suttner gewählt und habe damals ja noch gar nicht geahnt, wie sich mein Leben entwickelt, gerade eben dadurch, dass ich mich mit Psychoanalyse beschäftige und da ja die Frage des Bewusstseins das Entscheidende ist, oder vom Unbewussten und dem Bewussten. Und für mich ist die Lebensbeschreibung der Bertha von Suttner, sowohl was ihr eigenes Leben betrifft, als auch dieses berühmte Buch, mit dem sie ja in der ganzen Welt, in über 20 Sprachen wurde das übersetzt, das war der Bestseller am Ende des 19. Jahrhunderts. Und dieses Buch, Die Waffen nieder, beschreibt den Bewusstwerdungsprozess einer Frau aus dem Adel in Österreich und beschreibt, wie von der Selbstverständlichkeit her das Krieg und Militär das Leben strukturiert, eine Veränderung langsam passieren kann über die Liebe, über die Beziehung, die diese Frau, die beschrieben wird, zu ihrer Familie und zu ihrem Ehemann und Kind und diese Entwicklung, wie sie sich bewusst darüber wird, dass das eine Vorannahme ist, dass Kriege unvermeidbar sind und was das überhaupt für Konsequenzen hat, was da wirklich passiert in diesen Schlachten, auf diesen Schlachtfeldern, wo Tod und Diebstahl und Mord und Pferde und also unvorstellbare Gräuel, die ihr klar werden und die sie sogar auch aufsucht. Das heißt, die Bertha von Suttner hat da tatsächlich versucht, mit der Kraft der Bilder, die beim Lesen von diesen schrecklichen Episoden entstehen, die Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken. Und das ist auch in meinem Leben der entscheidende Weg, ob ich jetzt in Konfliktkultur oder wo immer ich gelebt habe und gearbeitet habe und Seminare, Veranstaltungen mache, geht es immer um diese Frage der Bewusstwerdung, der Selbstreflexion, des Erkennens, wer bin ich und was kann ich tun, um mich zu entwickeln und um meinen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und das, finde ich, hat die Bertha von Suttner so ganz ausgezeichnet vorgelebt und hat eben auch für meine Begriffe die entscheidende Wandlung durchführen können, weil sie die Liebe gefunden hat. Also ich gehe wirklich davon aus, dass der Bewusstwerdungsprozess über die Beziehungen sich entwickelt und die Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zu anderen. Und sie beschreibt das einfach großartig. Und diese Phase dieser intensiven Persönlichkeitsentwicklung mit ihr und mit ihrem Mann, wie sie zusammen diese 9 Jahre in Georgien gelebt haben, das ist genau dies, das beschreibt sie genau in ihrer Autobiografie bei sich diesen Prozess, den sie auch in dem Roman Die Waffen nieder beschreibt. Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Petra und Heide, Jalke hat vorhin erwähnt, gerade die Jahre in Georgien waren eine prägende Zeit für Bertha von Suttner und viele wissen vielleicht gar nicht, dass Bertha so eine enge Beziehung zu Georgien hatte. Wie sieht es dort heute aus? Ihr beide wart letztes Jahr in Georgien und zwar wegen Bertha zur Verleihung des damals ersten Bertha von Suttner Friedenspreises. Letztes Jahr zum ersten Mal vergeben, in diesem Jahr zum zweiten Mal. Petra, du warst zum ersten bei der ersten Verleihung Jurorin. Heide, du warst dieses Jahr Jurorin. Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen? Was hat es mit dieser Zeit in Georgien auf sich? Wie wird heute noch an Sie dort erinnert? Und was hat es mit dem Friedenspreis auf sich? Ich denke, Petra sollte vielleicht anfangen, weil durch die Initiative Bertha von Suttners 175. Geburtstag im Friedenspalast zu feiern, auch Salome Adamia aus Georgien eingeladen war. Und dort haben Gespräche stattgefunden. Ihre Idee war es, einen Bertha von Suttner Friedenspreis zu starten. Mhm. Und ich habe sie dann dort näher kennengelernt.
Und sie hat mir erzählt, ich habe sie gefragt, warum, wie kommst du dazu, Bertha von Suttner jetzt so intensiv in deine Arbeit einzubinden? Dann hat sie mir erzählt, auch wieder diese persönliche Geschichte, dass sie in der Schule eine Aufgabe hatte, unter verschiedenen Namen, die mit der Stadt Zugdidi, wo sie geboren ist und wo sie auch aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, eben etwas zu tun haben. Und als sie dann sich mit Bertha von Suttner, die sie gar nicht kannte, beschäftigt hat, da ist ein Funke übergesprungen, der sich zu einer Leidenschaft entwickelt hat. Und sie ist immer am Überlegen, was kann sie noch tun. Und in diesem Jahr ist ja nicht nur der zweite Bertha von Suttner Friedenspreis verliehen worden, sondern es gab auch für Jugendliche, ich glaube zwischen 15 und 30 Jahren, einen Wettbewerb zu schreiben, etwas über Bertha von Suttner in Georgien unter dem Gesichtspunkt Europa in Georgien. Und dabei hat sie auch die Botschaft, die österreichische Botschaft, sehr stark unterstützt. Also es ist eigentlich nie ohne persönliche Beziehungen zu denken. Irgendwie gehört das dazu. Mhm. Und dieser Bertha von Suttner Friedenspreis in Georgien ist ja erst am Anfang. Und ich denke, das entwickelt sich noch weiter. Also er ist noch nicht allen bekannt, aber die Unterstützung der Botschaft bringt schon sehr viel auf. Mhm. Ja, also die österreichische Botschaft in Georgien, aber auch in anderen Ländern, hat einen sehr großen Einfluss auf den Bekanntheitsgrad. Es werden sehr oft Veranstaltungen über die Botschaft oder mit deren Zusammenarbeit veranstaltet. Das ist ganz wichtig. Man sieht in Österreich Bertha von Suttner als eine Hauptfigur. Ein Teil der Intellektuellen oder der friedensliebenden Leute sieht das jedenfalls. Sie wurde natürlich in Österreich auch verhöhnt und verachtet früher. Und viele interessiert das immer noch nicht. Aber es gibt doch eine große Menge in Österreich, die Interesse an Bertha von Suttner haben. Und es gibt ein paar Schulen oder Universitäten, die Universität von St. Pölten zum Beispiel, die den Namen trägt. Und da hat sich eine Professorin, die Frau Pichler, auch interessiert. Und da finden jetzt auch einfach schöne Veranstaltungen statt und Forschung vor allen Dingen. Forschung ist ganz wichtig. In Georgien geht die Forschung nicht so sehr über Bertha von Suttner, sondern eher über, wie können wir Reconciliation und Compassion umbeugen, wie können wir das in diesem kriegsgebeutelten Land, in dem viel Maskulinität, viel zur Schaustellung von Power und von Macht und von Waffen immer noch vorhanden ist, wie können die Frauen mit diesem Rollenmodell der Bertha von Suttner dem was entgegenhalten. Also Georgien ist schon ein sehr spezieller Fall. Und andere Länder, ja, können das auch. Ne? Aber in Hongkong zum Beispiel, wo es auch wichtig wäre, da hat Bertha halt nicht gewohnt. In Georgien war sie 9 Jahre. In Den Haag war sie nur zu Konferenzen und trotzdem hat sie da einen sehr großen Einfluss gehabt. Also man kann das innerhalb von ein paar Wochen oder innerhalb von ein paar Jahren machen oder auch ganz theoretisch. Also wir hoffen auch, dass die Bücher dann irgendwann mal auf Mandarin entscheiden. In Japanisch haben wir das Buch schon und dass die Frauen, die eigentlich noch nie von Bertha gehört haben, auch das Buch lesen. Dazu würde ich gerne was sagen. Ist das okay? Ja, selbstverständlich. Als wir in Wien in der Vorbereitung waren für das Jubiläum 100 Jahre Friedensnobelpreis für Bertha von Suttner, der ja 2005 gefeiert wurde, da haben wir mit dem Außenministerium zusammengearbeitet und die Abteilung für Österreich Bibliotheken im Ausland hat sich mit diesem ganz starken Einsatz eingebracht. Das war sozusagen eine gewisse lenkende Hand im Hintergrund. Und dann wurde eine Ausstellung gemacht und wurden wirklich viele Vorbereitungen für ein großes internationales Symposium gemacht, das übrigens auch ausgezeichnet abgelaufen ist und sehr schön war. Es gibt einen guten Band der Essays dazu. Und da, diese Frau, die Christine, die das
geleitet hat, dass die Abteilung für die Österreich-Bibliotheken im Ausland, die hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass diese Ausstellung über die Bertha zu allen Auslandsvertretungen in Österreich kommt und dass Bücher über die Bertha und Bücher über Frieden in Wien, das wir gemacht haben, dass das verbreitet wird. Die war wirklich ganz stark so eine österreichische lenkende Hand im Hintergrund. Diese Ausstellung haben wir in Bonn auch zweimal gezeigt und sie ist durch viele Länder gegangen, wie ich gehört habe. Weil die österreichische Regierung auch dafür gesorgt hat, dass sie in viele, viele Sprachen übersetzt wurde. Also sie war in Russland, sie war in England, sie war in Prag, da habe ich sie selber auch gesehen. Und das Gute war, sie war immer, ist immer zweisprachig. Immer Englisch noch dabei oder eine andere Sprache, sodass sie also sehr kommunikativ auch ist. Mhm. Ja, und jetzt sind wir natürlich doch genötigt, um diese Ausstellung zu modernisieren. Und ich hoffe, dass da das Außenministerium, vielleicht auch das Deutsche, doch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen wird, um es zu modernisieren, Kleinigkeiten, kleine Fehler rauszuholen, vielleicht Aspekte etwas anders zu legen. Die Ausstellung ist gut und wichtig und war eine tolle Arbeit, aber wir sind jetzt doch ein paar Jahre weiter. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Die Michelle hat auch gerade einen Link zur Ausstellung in den Chat gestellt, habe ich gesehen. Und sie kann ausgeliehen werden beim Frauennetzwerk für Frieden und auch beim Bertha von Suttner Peace Institut in Den Haag. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Aber ich würde gerne jetzt weniger über die Leute, die über Bertha was gesagt haben oder mit ihr gemacht haben, sprechen, sondern über Bertha selbst. Mhm. Darf ich dazu ausführen, warum sie in Den Haag eigentlich ihre Spuren hinterlassen hat? Sehr gerne. Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, nach den Revolutionen 1848, so lange zurück, vielleicht davor auch schon, hat in der Gesellschaft so ein Umbruch stattgefunden, dass Parlamente entstanden sind, Parlamentarier sich entwickelt haben und 1894 hat die fünfte Interparlamentarian Union einen Kongress in Den Haag gehalten. Interparlamentarian Union, die gab es in der Schweiz, es war alles französischsprachig, davon müssen wir ausgehen und es waren vor allen Dingen Juristen und Lehrer, die sich da engagiert haben und gesagt haben, wir müssen Parlamente schaffen und Demokratie schaffen und die Herrschenden und die Machthaber eigentlich in ihre Grenzen weisen. Es gab hier überall noch Königreiche und Kaiser und Absolutisten und die Parlamentarier haben damit angefangen. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Das war genau die Zeit, wo der Roman Die Waffen nieder weltweit ein Riesenerfolg war. Das war sozusagen die literarische, poetische Seite von dem mehr technisch-wissenschaftlichen, parlamentarisch-politischen, von dem du gerade sprichst. Ja, und das war ja auch ihre große Stärke, dass sie eigentlich das Menschliche reingebracht hat und all die anderen Männer da drumherum, das waren Techniker, das waren Juristen, das waren Leute, die das rationell lösen wollten. Und sie kam dann auf einmal mit ihrer Herzenswärme und sagte, Leute, das geht eigentlich gar nicht so. Und da wurde sie durch diesen Erfolg und durch dieses Buch, wurde sie in diesen Kreis von technischen Männern zugelassen, technisch-juristisch, sage ich jetzt mal, und in die verschiedenen Friedensorganisationen, hat da mitgearbeitet und zwar auf europäischem Niveau, in verschiedenen Ländern, oft auf Französisch, die hat 4 Sprachen gesprochen, 5 Sprachen, auf Italienisch, vielleicht Deutsch weniger, aber und Englisch natürlich. Und sie hat eigentlich als die einzige Frau in diesem Männerclub immer wieder die wichtigen Themen mitbedacht, mitbesprochen, nach vorne gebracht. Sie wurde im Laufe der Zeit eine Lobbyistin für Frieden, eine richtige Lobbyistin. Sie hat überall genetwerkt, hat mit Diplomaten gesprochen, mit Monarchen, mit jedem, der was hören wollte. Und hat dann natürlich auf der ersten Haager Friedenskonferenz, wo wirklich neuzeitlicher, moderner Frieden oder Friedensverhandlungen anfangen oder von da ab gezählt wurden, hat sie mitgemischt und wurde geachtet, sagen wir mal. Aber sie durfte natürlich noch nicht so viel sagen. Sie durfte dabei sein, aber sie hat den Mund nicht aufmachen dürfen. Aber, weil die Konferenzen waren auch geheim, da hat man hinter geschlossenen Türen gearbeitet,
Das Tolle war, dass es William T. Stead gab, einen großen Journalisten, der eine kleine Zeitung gemacht hat, vier Seiten pro Tag, 40, 50 Mal erschienen während der ersten Haager Friedenskonferenz. Da hat sie schon geschrieben und im Laufe der Zeit wurde sie eine richtig tolle Journalistin. Das wird eigentlich wenig gesehen. Sie wird als Autorin gesehen, aber nicht als Journalistin. Und während der zweiten Haager Friedenskonferenz 1907, da war sie also schon etabliert als Lobbyistin, als große Fürsprecherin für Frieden. Und da hat sie dann jeden Tag lang in 109 Ausgaben mitgearbeitet mit William Stead und ihren Kollegen Fried, Moscheles, Passy und hat geschrieben. Sie hat Reden gehalten, sie hat viel gesprochen, nicht gerne, aber sie hat es gemacht. Also nicht nur in Amerika vor diesen 200.000 Frauen oder wie viel das waren, sondern in Den Haag hat sie jeden dritten Tag eine Lecture gegeben und die wurde dann auch abgedruckt. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass 1907, mehr als 100 Jahre her, die Social Media von Bertha von Suttner extrem gut genutzt wurden, um den Gedanken von Frieden und die Ergebnisse der Friedenskonferenz nach außen zu bringen. Das hat einfach toll funktioniert mit William Stead zusammen. Mhm. Vielen Dank. Petra, du sagst, möchtest, Susanne, Jalka, Entschuldigung, möchtest du dazu was sagen? Na, Bertha hat im Ausland immer eine größere Wirkung gehabt als in Österreich. Mhm. Wobei ja auch wirklich die Frage ist, sie ist ja in Prag geboren worden. Also einfach zu sagen, sie sei Österreicherin, hat noch mit dem großen K&K-Denken zu tun. Und das war natürlich auch eine Zeit, die noch ganz anders über aristokratische Formen definiert wurde. Aber jedenfalls in Österreich bis heute wird die Bertha von Suttner gar nicht wirklich in dieser Bedeutung anerkannt, wie das in anderen Ländern geschieht und damals schon geschehen ist. Ich denke zum Beispiel daran, dass sie und ihr Mann Arthur gemeinsam gegen diesen sehr subtil und bösartig formulierenden Bürgermeister und seine Gruppe der christlich-sozialen, sogenannten christlich-sozialen, die Antisemitismus wirklich gefeiert haben geradezu. Und dann hat Bertha und ihr Mann gemeinsam einen Verein gegründet gegen den Antisemitismus, hat sich dafür Juden-Bertha schimpfen lassen müssen und hat aber viele Leute in diesen Verein mit hineinnehmen können, die auch sagen wollten, ich gehöre nicht zu denen, die den Antisemitismus so selbstverständlich salonfähig machen wollen. Also ich behaupte, dass bis heute Bertha von Suttner in Österreich nicht wirklich so bekannt ist, wie es ihr gebühren würde, weil sie, also hat sich angelegt mit dieser damals großartigen und prosperierenden Partei der Christlich-Sozialen. Sie hat sich angelegt mit der katholischen Kirche. Sie hat sich angelegt mit den Formulierungen, die auch eben aus dem sozialistischen Feld gekommen sind. Und sie hat immer als Aristokratin agiert. Das fiel den Sozialisten schwer zu akzeptieren und dadurch ist auch da keine Brücke gebaut worden. Es gibt bis heute keine Lobby, um das mit modernen Worten zu sagen, die sich heute für Bertha von Suttner in Wien einsetzen würden. Es gibt keinen großen Platz, keine große Straße, kein wichtiges, großes Gebäude, das nach ihr benannt wird. Und es ist immer wieder eine relativ mühsame Arbeit, daran zu erinnern und kleine Schritte zu gehen, dass dann doch die ursprünglich wirklich grausliche Straße, diese kleine Gasse am Nordrand von Wien, jetzt mittlerweile schon ein bisschen besser ausgebaut wird und eine hübschere Straße geworden ist. Aber es ist leider am letzten Zipfel von Wien und normalerweise müssten so berühmte Personen wie die Bertha von Suttner im Zentrum geehrt werden. So wie es in Bonn der Fall ist. Ja.
Ist auf jeden Fall sehr zentral, dieser Platz, wenn er auch nicht hübsch ist. Das kann man vom Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn nicht sagen. Ja, und so ein Verein, den du erwähnt hast, Jalka, den die Bertha gegründet hat, gegen Antisemitismus, hast du gesagt, ja. Den würde man sich ja heutzutage auch manchmal wieder wünschen. Auch und gerade in Österreich, aber auch hier in Deutschland. Hier kommt gerade eine Anmerkung im Chat von Elias Okur, den Vienna Peace Trail, den gibt es. Ja, das ist meine Initiative gewesen. Ich hatte von Peter van den Dungen gelernt, dass es in den Vereinigten Staaten schon einen ersten Peace Trail gab. Und daraufhin habe ich mit viel Einsatz ein Projekt, das von der EU gefördert wurde, initiiert, in 7 Städten in Europa einen solchen Friedensweg. Discover Peace hieß dieses Projekt. discoverpeace.eu, das ist die Webseite. Und das ist in 7 Städten in Europa jetzt 15 Stationen jeweils gibt zu verschiedenen Aspekten des Friedens, um die Menschen auch dazu stärken in der Erkenntnis, dass Frieden viel mehr ist als die Abwesenheit von Krieg, dass ganz andere Verhaltensweisen und Erkenntnisnotwendigkeiten und politische Entscheidungen notwendig sind, um Frieden anders zu manifestieren und dass das Sicherheitsdenken anders, also diese verschiedenen Aspekte sollen jeweils in den Stationen, in den Städten eben zum Nachdenken und zum Diskutieren einladen. Das sind die Städte Turin, Paris, Den Haag eben, Manchester, Berlin, Budapest und Wien. Mhm. Und Petra, die Webseiten, die sind zu besichtigen, discoverpeace.eu und Informationen sind gerne auch immer über den Verein Konfliktkultur zu bekommen. Wunderbar. Vielleicht, Michelle, kannst du den Link rausfinden und kannst ihn in den Chat schreiben. Petra, du hattest dich gerade gemeldet dazu. Nur eine kurze Anmerkung, bevor du was sagst. Wir starten gleich in die Fragerunde. Das heißt, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie die über das Frage- und Antworten-Tool oder auch in den Chat. Hauptsache, wir bekommen sie zu sehen. So, Petra. Also diese Peace Trails, die Discover Peace, die 7 Städte, ist ein fantastisches Instrument, um gerade diese 7 großen Städte zu besuchen. Wir modernisieren die regelmäßig. Jalka hat da eine fantastische Arbeit geleistet mit ihrem Team. Und jetzt ist es wichtig, dass man sich bewusst wird, dass in ganz vielen Städten manchmal auf bestimmten Plätzen Frieden gezeigt wird, dass es einfach da ist. Mhm. Und das herauszufinden, wo das in der Stadt ist und wo man da hingehen kann und darüber nachzudenken, das ist nicht immer einfach. Wir haben bei dem Discover Peace in Den Haag, haben wir ganz viele Plätze und Städte und Beschreibungen gemacht. Und vor 2 Jahren komme ich auf einen Platz und da steht ein Denkmal von einem Japaner zur Beendigung oder zum Ehren der Beendigung der Dienstpflicht in den Niederlanden. Es gibt ja keine Dienstpflicht mehr. Haben wir nicht drin, haben wir nicht dran gedacht, haben wir nicht gesehen. Ja, und das gibt es öfters. Also Peace Trails können und müssen modernisiert werden. Und es gibt viele Städte, die noch nicht angeschlossen sind bei diesem Peace Trail Netzwerk, was wir da haben. Prag hat jetzt einen tollen Quäker Peace Trail entwickelt. In England gibt es ganz viele. Also Bonn könnte vielleicht auch einen gebrauchen, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man dann, müssen wir mal schauen. Also Sie sind unsere Zuhörer gerne dazu aufgefordert zu sagen, wir hätten gerne einen Peace Trail. Wir haben eine Telefon-App entwickelt über Frieden und Natur und Gedichte. Den finden Sie auf unserer Website von dem Peace Institute, Peace and Nature Trail. Der ist ganz leicht nachzubauen. Wenn Sie da Hilfe haben wollen, können wir Sie da gerne informieren. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Heide, hattest du dich gerade gemeldet? Ja, ich wollte nur sagen, dass in Bonn da schon Vorarbeiten so gemacht wurden zu einem solchen Peace Trail. Aber es ist eben sehr, sehr, sehr schwierig und bedarf eines Teams,
und bedarf auch natürlich finanzieller Ressourcen. Aber eine kleine Ehrenrettung für die österreichische Regierung wollte ich noch nachtragen. Bertha von Suttner ist ja früher auf einem Schillingschein abgedruckt gewesen. 1000 Schilling. 1000 Schilling. Und jetzt die 2-Euro-Münze zeigt auch ihr Porträt, aber leider kein schönes. Na, ganz im Gegenteil. Es steht auch kein Name dabei. Und die meisten Menschen glauben, das ist die Maria Theresia, die Kaiserin Maria Theresia, weil es ist einfach so ein alter Frauenkopf mit viel Hut. Ja, ja. Dann müssen wir dafür mal sorgen, dass das beschriftet wird. Okay. Ja, danke für die Ergänzung. So, wir haben auch die erste Frage bei den Questions and Answers. Die katholische Kirche. Ich glaube, Jalka, du hast das vorhin erwähnt. Inwiefern hat sich Bertha mit der katholischen Kirche angelegt? Naja, die katholische Kirche gehörte ganz stark im Verbund zu den damals reaktionären Kräften in Österreich. Also ich nenne das jetzt die reaktionären Kräfte. Das war natürlich ein enormes Wirtschaftswachstum. Wien ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu explodiert an Entwicklung, an Bauten, an Industriezugewinn. Und da war eben dieser Bürgermeister Lueger und auch die viele Menschen, auch aus der katholischen Kirche, hohe Amtsträger, die auch in die politischen Ämter hineingekommen sind. Und da war die Abwertung von Bertha von Suttner wirklich ein lustiger Sport. Und auch die unmögliche, also dass das einfach lächerlich und unmöglich ist. Da wurden Spottgedichte auf sie gemacht. Und das waren zum Teil ja hohe Würdenträger, die ja von der Kanzel herunter sicher viel vom Frieden gesprochen haben, aber im Alltagsleben ging es in erster Linie um die Macht dieser Partei und um die Wirtschaftsentwicklung und um die Veränderungen, natürlich auch über den Zerfall des aristokratischen Reiches, das war ja alles schon am Bröckeln. Ne? Okay, Petra, du wolltest was ergänzen? Ja, von Suttner war ja sehr aufgeklärt und eigentlich eine Darwinistin. Also da kann man ganz viele Dogmen der katholischen Kirche einfach nicht mehr akzeptieren, wenn man ein bestimmtes Bewusstsein hat. Das hat so weit geführt, dass sie sich nicht begraben lassen wollte und sich in Deutschland verbrennen ließ, also eine Feuerbestattung, weil das war in Österreich nicht möglich. In Deutschland, in einer Stadt, in Gotha. Und Feuerbestattung war durch die katholische Kirche sehr verpönt und wurde, glaube ich, erst in den 60er Jahren aufgehoben und erlaubt. Jetzt machen das, was weiß ich, 70% der Bevölkerung oder so. Ich habe letztens gehört, dass man einen Sarg aus Champignons, aus Pilzen herstellt. Also man braucht kein Holz mehr, man kann sich jetzt in einen Pilzsarg legen lassen. Da braucht man sich nicht verbrennen zu lassen. Also das wird aufgefressen. Also, aber gut, wie gesagt, Gotha ist schon ein wichtiger Aspekt für Arthur von Suttner und für Bertha von Suttner Feuerbestattung. Mhm. Ja, ja, dass die Bertha sich bestimmte Ideen der, und Dogmen der katholischen Kirche nicht mehr gefallen ließ, ne? Mhm. Und offiziell einfach dagegen geredet hat. Mhm. Ja? Heide, du hast auch noch was zu ergänzen? Ja, die Kirche hat ja die Waffen. Die Segnung der Waffen durch die Kirche. Ja. Ja. Ich hatte gerade ein akustisches Problem, aber den letzten Teil habe ich verstanden, die Segnung der Waffen durch die Kirche, das hat sie immer kritisiert. Stimmt es? Ja. Gut. Ja, vielen herzlichen Dank und wir haben eine nächste Frage. Und zwar, mal gucken, wer von euch die beantworten möchte. Was war Berthas Motivation, sich überhaupt für den Frieden einzusetzen? Geht das an die Psychoanalytikerin?
Also, soweit ich das beurteilen kann, hat sie sich eben da in diesen Jahren in Georgien gemeinsam mit Arthur mit den vielen wissenschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit, der zum Beispiel eben, was die Petra gesagt hat, dem Darwinismus und dieser Aufbruchsidee der Menschheitsverbesserung beschäftigt. Und sie war dann ganz stark beseelt davon, dass der Mensch oder die Menschheit die Möglichkeit hat, sich zu verbessern. Und als die beiden dann nach 9 Jahren wieder zurück nach Österreich gekommen sind, weil das mit der Familie sich wieder organisieren ließ und sie dann auch herumgereist sind in Europa, der viel jüngere Mann Arthur, der war vor der Ehe noch gar nicht viel herumgekommen und sie hat dann quasi da auch ihm manches gezeigt von der Welt. Und wir waren in Paris und da hat sie erfahren, dass es in den USA und auch schon in England, in Europa, erste Friedensbewegungen gibt und Friedensinstitute gibt. Und da ist in ihr, da muss so ein richtig zündender Funke passiert sein, dass sie begriffen hat, Frieden, das ist diese Verbesserung. Und da hat sie sich auf, wie man so schön sagt, auf dieses Pferd gesetzt und hat dann den Nobel getroffen, mit dem sie ja befreundet war, brieflich nach der kurzen Episode des Sekretärin für ihn sein und aber von der Liebe gezogen wieder flüchten musste und nach Wien zurück musste. Und sie hat ihr Leben lang eine gute Beziehung mit ihm gehabt und er hat von Anfang an diese Idee, die sie hatte, mit dem Frieden dann unterstützt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn so interessant, dass der Nobel ja behauptet hat, je grauenhafter die Waffen werden und je mehr die Massenvernichtung möglich wird mit besten und immer besseren Waffen, desto eher wird Frieden kommen. Und die Bertha von Suttner hat genau das Gegenteil gedacht, nämlich nein, erst wenn wir keine Waffen mehr einsetzen, können wir zum Frieden kommen. Und trotzdem waren die beiden wirklich befreundet und haben ausgetauscht und haben einander zugehört und haben gegenseitig die Argumente ernst genommen. Das ist ja auch Frieden. Ja, herzlichen Dank. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wir wollen ein für alle Mal mit einem Mythos aufräumen, den der Alfred Nobel und Bertha von Suttner betrifft. Es gibt ja da nämlich so einen romantischen Film, der kürzlich rausgekommen ist und der den beiden eine Liebesbeziehung unterstellt oder in die Geschichte schreibt. Petra, kannst du damit aufräumen, mit diesem Mythos? Ja, also ich hab wirklich gesucht und geforscht und geguckt, was hat da eigentlich stattgefunden. Ich möchte noch mit einem anderen Mythos aufräumen. Sie war nicht seine Sekretärin. Also, sie ist also, gut, ich gehe jetzt nicht auf die Geschichte ein, warum sie nach Paris gegangen ist. Sie hat sich beworben bei Nobel als Hausdame, als Sekretärin und hat sich das eine Woche lang angeschaut. Dann ist er ins Ausland und hat gut nachgedacht. Inzwischen kamen die glühenden Liebesbriefe von Arthur und dann hat sie sich also doch entschieden, ich fahre doch zurück, ich fahre gleich zurück. Sie hat also 2 oder 3 Tage in seinem Haus rumgeguckt, ob sie Hausdame werden möchte, hat sich die Bücher angeschaut, er hat ihr ausgelegt, was er haben will, aber er war ja auch ein Workaholic. Der Mann hat 12 Stunden pro Tag gearbeitet oder 16 in 5, 6 Sprachen. Das war ein Handelsmann, der hat weltweit gearbeitet und der hätte sie völlig vereinnahmt und wahrscheinlich auch noch geheiratet und noch mehr vereinnahmt. Und das wollte sie eigentlich nicht. Also sie hatte nie eine richtige Beziehung zu ihm. Sie hat sogar das einzige Schmuckstück, was sie hat, veräußert, um die Rückreise und ihr Hotel bezahlen zu können. Sie hat also nie Geld von Nobel gekriegt, um irgendeine sekretärielle Arbeit zu machen. Also die Liebesbeziehung war nicht da, aber die Hochachtung war da. Und sie war als junge Frau, und er war ja ein bisschen ein depressiver, grantiger, schon älterer Mann, er war schon sehr fasziniert von ihr und hat es ja auch versucht und immer wieder, ja, nachher auch immer wieder geguckt, ist das jetzt wirklich so mit dem Arthur oder könnten wir nicht?
Aber sie war ihm immer treu, ihrem Arthur. Sie hat ihn wirklich geliebt. Da stellt sich bis zu seinem Tod heraus, wenn man da mal wirklich genau zwischen den Zeilen oder in den Memoiren liest. Es ist natürlich faszinierend für Leute, einen reichen Mann mit einer aristokratischen Prinzessin irgendwie zu verbinden. Aber das sind alles Fairy Tales, das sind Geschichten, die stimmen nicht. Und Alfred Nobel, der hat irgendwann, als er gesagt hat, ich möchte was für Frieden machen und sie ihn ja auch überzeugt hat, sie müssen was für Frieden machen auf dem Zürichsee, hat er andere Leute eingestellt, um zu gucken, wie läuft die Friedensbewegung, was ist das mit der Grassroots-Bewegung, was können wir machen. Er hat ihr aber kein Geld gegeben, der hat andere Leute teuer bezahlt. Und sie hat, glaube ich, mal 2000 Franken gekriegt oder so. Also weder eine finanzielle noch eine emotionelle Abhängigkeit von Bertha. Sie hat ihr Ding durchgezogen und er hat sie maßlos bewundert und hat dann diesen Preis für sie eigentlich geschaffen. Und schade ist halt, dass der Preis nicht gleich an sie ging, sondern erstmal an ein paar Männer, weil das Komitee da wieder andere Ansichten hatte, wie sie die Testamentsvollziehung einfüllen dürften. Aber das sehen wir öfters. Ja, weil in erster Linie darum ging, dass gesagt wurde, Frauen können nicht gemeint sein für diesen Preis. Und erst der Mittel von Nobel hat dafür gesorgt in Norwegen, dass man sie als Frau dann doch vorgezogen hat. Vielen herzlichen Dank. Dann wissen wir jetzt auch alle Bescheid über die Geschichte von Herrn Nobel und Frau von Suttner. Und wir haben noch eine letzte Frage im Chat, bevor wir zum Ende kommen müssen langsam, und zwar eine aktuelle. Was hätte Bertha zu den aktuellen Spannungen zwischen Russland und dem Westen gesagt? Und ich füge hinzu, gab es denn eine Beziehung zwischen Russland und Bertha? Oh ja, also den Zar Nikolaus gemeint, sie dachte, sie hätte ihn zu einem Friedensbringer nicht manipuliert, aber ihm geholfen, dass er sich als Friedensbringer sehen könnte, gerade auch auf der Haager Konferenz. Und sie hat da große Hoffnung gehabt in die Möglichkeiten des Zaren. Aber ja, und nicht nur sie. Heute mit Putin auch gelungen wäre, das weiß ich nicht. Ja. Der Zar hatte ja einen ökonomischen Berater, den Jan Bloch. Ja. Er hat so 6-7 Bände geschrieben über die ökonomischen Kosten des Krieges, wie teuer ein Krieg eigentlich wird und dass man das Geld vielleicht besser einsetzen könnte, um Züge nach Sibirien fahren zu lassen. Also Jan Bloch war auf der ersten Haager Friedenskonferenz sehr prominent mit seinen Vorschlägen, wie teuer so ein Krieg wird und dass man das schon mal aus ökonomischen Gründen verhindern sollte. Und er war doch sehr russlandfreundlich und als Berater für Russland damals schon. Also die Situation ist nicht so viel anders wie vor 150, 130, 100 Jahren. Ne? Da, die Russen und der Westen, das war immer schon mal wieder so. Und die Kriege, die da stattgefunden haben, auch. Also ich bin da ein bisschen lapidarisch. Aber Jan Bloch hat schon viel Einfluss auf Russland oder die russische Politik ausgeübt oder den Zar zumindest ans Denken gebracht. Und er hat in Den Haag, ich glaube, 5 Veranstaltungen gemacht, wo hunderte von Leuten kamen, in denen erklärt hat, warum ein Krieg eigentlich viel zu teuer ist und wir uns das gar nicht leisten können als Gesellschaft. Und er hat in Luzern das erste Friedensmuseum der Welt. Ja. Auch noch ganz, ganz, ganz wichtig, so ein richtiges Friedensmuseum zu haben. Mhm. Und Heide noch abschließend dazu? Ja, ich möchte den Aktualitätsgrad auch daran messen, dass sie auf jeden Fall ihre Erkenntnis, die Waffen nieder, dass die Abrüstung das Einzige ist, was Kriege verhindern kann. Ja. Jetzt in diesem Fall zwischen Russland und dem Westen, aber da finden ja auch immer wieder Stellvertreterkriege statt. Also diese Idee, dass die moderne Technik eigentlich zu einem Weltchaos, wie hat gesagt, doppelter Selbstmord, führen muss, die war ihr sehr, sehr, sehr eingebrannt. Also sie würde jetzt, glaube ich, das nicht mit politischer Raffinesse
kommentieren wollen, sondern sie würde darauf hinweisen, dass in allererster Linie die vernichtenden Waffen abgeschafft werden müssen. Als zum Beispiel das erste Zeppelin am Himmel flog, da sagte sie dann und schrieb es auch nieder, jetzt werden wir auch noch den Krieg aus der Luft erleben. Mhm. Also sie war eine sehr, sehr weitsichtige, ja, realistische Frau. Aber gleichzeitig hatte sie eben ein sehr mitfühlendes Herz und deswegen finde ich den allerersten Werther von Suttner-Film so gut, der von Harald Braun gedreht wurde und auch die Dialoge stammen von ihm. Und diesen Titel hatte er Herz der Welt genannt. Und das ist wirklich, wenn man sich mit Werther von Suttner beschäftigt, immer wieder zu merken. Die Kombination zwischen einer sehr genau analysierenden Politikerin und einem Menschen, der wirklich Empathie empfindet, eben auch für das Leiden auf den Schlachtfeldern, für das Leiden auch der Tiere. Sie hat zum Beispiel sich für vegetarisches Essen eingesetzt und so weiter. Also ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden länger reden. Ja. Ich mache jetzt einfach mal Schluss. Gutes Stichwort, Heide. Wir haben nämlich jetzt Punkt 8 Uhr. Ich würde euch aber ungern gehen lassen, ohne dass ihr noch mal ein letztes Schlusswort von euch gibt. Was möchtet ihr den Teilnehmenden noch auf den Weg geben? Was müssen sie unbedingt über Bertha wissen? Was ist euch besonders wichtig? Vielleicht dieses, achso, ja, okay. Nein, okay, nein. Jelka zuerst. Letzte, jetzt weiß ich nicht. Heide, sprich du mal. Gut, ich denke, ich halte mal das Buch Die Waffen nieder hier hoch. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Anfang, wenn man sich mit Werther von Suttner beschäftigen möchte, einfach zu lesen, was sie geschrieben hat. Es gibt natürlich dann noch weitere sehr, sehr wichtige Bücher wie Das Maschinenzeitalter oder Inventar einer Seele. Oder wenn man erstmal angefangen hat, dann wird man ja auf diesem Pfad weitergeführt. Und ich persönlich finde ich auch sehr spannend, viele unterschiedliche Biografien zu lesen. Denn in diesen Biografien findet man Zitate, die man sonst überhaupt nicht gelesen hat. Das ist nämlich der Tatsache geschuldet, dass es in Genf noch ein riesiges Archiv gibt. Es ist noch lange nicht alles veröffentlicht, was Bertha von Suttner geschrieben hat. Und in diesem Archiv findet natürlich jeder Biograf etwas, was er besonders weitergeben möchte. Und man kann also mit einer Biografie schafft man es nicht, sie einfach zu verstehen. Das würde ich jetzt gerne noch mit auf den Weg geben. Vielen herzlichen Dank. Ich habe gerade versucht, die zwei Biografien ins Video zu halten, aber ich fürchte, ihr habt das alle in Spiegelschrift gesehen. Aber die Michelle hat 2 Links in den Chat geschrieben. Jelka, jetzt aber du, deine letzten Worte für heute. Naja, ich glaube, dass sie das so wunderbar vorgelebt und auch beschrieben hat in dem Buch Die Waffen nieder, dass es tatsächlich um Bewusstsein geht. Es geht darum, sich bewusst mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, ja, wenn kein Krieg ist, dann ist eben Frieden und wir haben jetzt Frieden, also sind wir zufrieden. So, es wird so wenig darüber nachgedacht und so wenig bewusst ein Engagement in irgendeinem Aspekt. Frieden hat so viele Aspekte und jeder Mensch kann sich in irgendeinem Aspekt engagieren und sagen, ich will auch mich mit Frieden beschäftigen. Und diese, so wie die, was die Heide gerade gesagt hat, mit den verschiedenen Büchern, mit den verschiedenen Entwicklungsstufen der Bertha sich auseinanderzusetzen oder auch mit anderen, es muss ja nicht unbedingt die Bertha sein, dann kommt man einfach in diese Erkenntnis hinein, dass man tatsächlich was tun muss, um für den Frieden einen Beitrag zu leisten. Und das hat sie so wunderbar angestoßen. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, bei allem, was ich jetzt gelernt habe über Bertha, und ich finde sie wirklich ganz toll und überhaupt sehe überhaupt keinen Fehler oder irgendwas an ihr, was mir nicht gefällt, komme ich für mich selbst immer wieder zu dem Schluss, dass ich eigentlich mit ihr einen Schritt nach vorne gehen, zurückgehen möchte, nämlich in dem Moment, wo jemand nachdenkt, will ich in den Krieg gehen, will ich mich für ein Vaterland oder für
jemand, der mich bezahlt oder für einen Staat, will ich da mein Leben für opfern? Also diese Leute, die haben ja eine Familie und die haben ein Umfeld. Und das Umfeld bleibt zurück und verliert oder hat Angst, diese Person im Krieg zu verlieren durch Tod. Und dieser Schritt, diese Diskussion, die möchte ich persönlich für mich jetzt immer weiter thematisieren. Denn ich möchte nicht, dass meine Lieben in den Krieg ziehen und vielleicht für irgendjemand anderen sterben. Das find ich eigentlich so die Essenz von ihrer Arbeit und von ihren Büchern. Ich kann nicht nur darüber reden, wie viele Waffen hergestellt werden oder wie gefährlich die sind oder die zählen oder die Drones zählen oder diese ganzen Statistiken. Also alle, das sind so viele Leute fasziniert, um zu gucken, warum man weniger Waffen haben sollte oder die zählen wollte oder warum man die vernichten sollte. Ich finde, es geht ums Menschenleben. Wir wollen das heilig haben und wir wollen, dass jeder freiwillig und gut leben kann. Ohne Druck von außen. Und der Druck, den gibt es immer wieder, der wird immer wieder aufgebaut durch die Mächtigen oder durch die Herrscher oder die Leute, die finden, dass sie über uns Macht ausüben können. Und das zeigt sie in ihrem Buch so gut auf. Und das ist für mich der Schritt, an dem ich jetzt arbeite. Vielen herzlichen Dank. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort für unseren heutigen Web-Talk. Bertha von Suttner, Spuren einer großen Pazifistin. Bei euch hat sie offensichtlich große Spuren hinterlassen, hoffentlich bei einigen von Ihnen jetzt auch, dass sie sich auf die Spurensuche machen. Ich danke euch dreien ganz herzlich, dass ihr dabei wart und mit uns gesprochen habt. Ich danke Michelle, die im Hintergrund ganz fleißig den Chat bedient hat und so viel bei den Vorbereitungen geholfen hat. Den Kollegen und Kolleginnen vom Netzwerk Friedenskooperative danke ich auch sehr herzlich. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte über Bertha von Suttner, findet das auf der Bertha-Themenseite des Frauennetzwerk für Frieden oder auch beim Bertha von Suttner Peace-Institut zum Beispiel. Da gibt es eine lange und informative Literaturliste und ganz viele Informationen zu ihr.